Herzlich willkommen bei Kinderkochen TV. Wir haben heute einen prominenten Gast, Tanja Dankner. Herzlich willkommen, Tanja. Danke. Ich freue mich, dass du mir heute hier hilfst, assistierst und den Eltern mit mir zusammen wertvolle Tipps gibst. Ich freue mich auch sehr, bin gespannt. Hast du Kinder? Ja, ich habe zwei. Wie alt sind die? Es sind 3 und 6. Mhm. Dann haben wir heute für Tanjas Kinder sicher auch einen super Drink. Und zwar machen wir einen Erdbeersmoothie. Der Smoothie ist im Vergleich zum Milchshake oder zum Shake oder zum Frappé ganz ohne Milchprodukte. Es geht da nur um Früchte. Mhm. Und wir machen eben heute diesen Erdbeersmoothie. Und dazu haben wir hier Erdbeeren vorbereitet, die ich hier reingebe in dieses hohe Püriergefäß. Das können Sie natürlich mit jeder anderen Frucht auch machen. Und damit wir schon ein bisschen Flüssigkeit haben und das dann auch ein bisschen verlängert wird, habe ich hier Apfelsaft gemischt mit ein bisschen Wasser. Ja, damit wir auch eine kleine Verlängerung noch haben, dass es nicht zu dick wird. Smoothie bedeutet übrigens ein cremiger, fruchtiger Saft. Also wenn du das den Kindern erzählst, dann würden sie es trinken, bevor du überhaupt etwas gemacht hast. Ja, cremiger, fruchtiger Saft. Genau. Und die würden mir wahrscheinlich hier die Erdbeeren wegschnappen, bevor überhaupt das da reinkommt. Mhm. Gell? Wir brauchen gleich dann noch ein bisschen Zitronensaft, um das Ganze abzurunden. Nicht zu viel, damit die Kinder nicht so dieses sich zusammenzieht alles, sondern halt einfach so zur Geschmacksabrundung. Und da würde ich jetzt sagen, kannst du schon mal die Zitrone ausdrücken. Und wir nehmen dann vielleicht auch nur einen Esslöffel davon oder einen Teelöffel. Und ich püriere das in der Zwischenzeit. So. Das ist bereits fertig. Jetzt würde ich meinen, wir parfümieren das Ganze mit ein bisschen Vanillezucker. Mhm. So. Und da die Erdbeeren so schön ausgereift waren, füge ich jetzt nicht noch weiteren Zucker dazu. Okay. Ja? Und sonst könnte man das ja, ja immer noch. Wie willst du es mit einem, mit so einem Löffel oder einfach ein bisschen drin? Kannst du mir ein bisschen reinschütten und dann würde ich es. Das reicht. Mhm. Danke, gut. So, noch einmal gut untermischen und der Drink ist fertig. Und da ja heute meine Kinder nicht dabei sind, wer dürfte denn das nachher trinken? Wer? Ja, also ich denke, das führen wir uns gleich ehrlich? Zu. Ja. Ja. Ich habe hier ein paar Gläser vorbereitet. Und dieses Rezept, was wir hier machen, reicht ungefähr für eine Person, für ein Kind. Wir geben uns jetzt einfach zweimal ein halbes Glas. Mhm. Und für Sie daheim haben wir die Rezepte wie immer auf Kinderkochen TV abgespeichert zum Ausdrucken und zum Nachkochen. Bevor wir jetzt anstoßen, Tanja, für Sie, liebe Eltern, ein Tipp. Dieser Smoothie ist für alle Kinder gedacht, die Früchte nicht am Stück mögen. Ich kenne solche Kinder. Ja. Zum Wohl, Elke. Sensationell. So fein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.